Servus Leute, zurück zu Let's Play Rembrace. Cool Soul. Ich befinde mich wieder ziemlich am Ende. Ein Gebiet steht noch vor unserem Endziel im ersten Viertel. Und da gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam rein. Ich habe einiges dazu. Wir sind im Club. Eklig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ist das kürzeste, wobei ich hier optionale Wege habe, die ich erkunden könnte, aber nicht machen werde. Ihr seht, ich bin im letzten vor dem finalen Kapitel oder finalen Ort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich muss zugeben, mittlerweile, wo ich das Spiel gecheckt habe, wie so die Mechanismen sind, das ist total easy bisher gewesen. Wichtig ist nur, er braucht hohe Geschicklichkeit, dass ich nahezu jeder Falle entgehen kann. Sie braucht hohe Überwachung, damit ich beim Schlafen sowohl Vitalität wie auch Gesundheit heilen kann. Ich habe nämlich gecheckt. Auf der anderen Seite gibt es noch was, wo man im Gegenzug zu 5 Terror auf dem Geistometer auch Gesundheit erhöhen kann. Und da sie plus 1 jetzt auf Überwachung hat und 4 Überwachung, kann sie entweder Vitalität oder sie kann sowohl als auch Vitalität um 4 wie auch Gesundheit um 4 steigern. Was ziemlich nice ist. Noch dazu, wenn wir ins Inventar schauen. Ich bin total überladen, aber es liegt nicht daran, dass ich viel Items gefunden habe. Nee. Ich habe erstens hier 2 Items gefunden auf dem Weg und ich habe mich eingedeckt mit massenweise Items. Also obwohl ich jetzt herausgefunden habe, wie die Schlafplätze funktionieren und so, habe ich trotzdem ersatzweise massenweise Items bei mir. Also das gehen wir diesmal an. Oh, Gegner. Fangen wir an. Okay. Beginn doch gleich mal mit einem Kampf hier. Schön erstmal die Skills nutzen. Du hast dadurch das neue Item Gebet, dadurch heilst du dich und inspirierst dich für mehrere Runden. Nützliche Fähigkeit, aber im Moment brauchst du es nicht. Deswegen machen wir einfach ganz normal weiter. Oh, dort hinten den Gegner, der sieht neu aus. Den habe ich noch nie gesehen. Schlitz mal einfach weiter. Den Zwerg niedermachen. Jetzt kommen erstmal die 3 dran. Bogenschütze schießt. Bam. Ich muss zugeben, auf dem Weg dahin hatte ich keine wirklichen Gegner, die mir Schaden gemacht haben. Die heilen sich, okay, und buffen sich mit Rüstung, wie es scheint, und der... abgewehrt. So sieht's aus. Gut. Wir schlitzen die beide. Sehr gut. Oh, geil. Let's triple. Das hat die Rüstung abgewehrt, aber... Jetzt kommen noch 2 andere dran. Die schlitzen dich jetzt weg. Hoho, sehr stark. Ja, obwohl wir nicht wirklich die Werte gesteigert haben. Deswegen musste ich auch einmal aufhören, weil ich dann auf einmal überladen bin. Ich muss halt jetzt immer wieder Sachen wegwerfen. Ist nicht wirklich ineffizient, aber so, die Debuffs, also wenn ich überladen bin, kriege ich minus 2 auf alle Werte, glaube ich, bei allen Charakteren. Unhaltbar, diese Wertsenkung. Trotzdem möchte ich überall reinschauen. Ich nehme zwar alles mit, aber am Ende werfe ich doch wieder alles weg. Also das ist total... useless, was ich mache. Das muss weg. Wiegt zu viel. Das muss weg. Wiegt auch zu viel. So. Ich bräuchte einen Händler, damit ich wieder den Stuss loswerde. Der Weg ist rechts. Also, Terror ist eine wichtige Ressource, die muss ich aufbeheben, weil dann können wir hier sie nutzen und im Moment brauche ich Loyalität. Also machen wir mal Loyalität. Außerdem möchte ich mit dem Raben einmal scouten. Ich glaube, das haben sie gefixt. Beim letzten Mal oder so konnte ich ja mit dem Raben unendlich oft für Geist, für Terror im Austausch scouten. Jetzt kann ich nur noch einmal scouten. Ich möchte hier den alternativen Weg sehen. Ah ja, hier sind Schätze. Also wenn ich vorher einen Händler dann treffe, dann würde ich die Schatzroute machen. Sehr schön. Ja, sie hat Überwachung 4, deswegen Loyalität 4. Und hier gibt es auch noch... Oh, Liebe. Nein. Das ist eigentlich bloß ausruhen. Erst habe ich gedacht, als ich das Zeichen gesehen habe, oh lala, sie geht jetzt ins Zelt mit jemandem und dann... Aber nee, da steht dann bloß die Wärme des Feuers, erhöht eure Gesundheit oder sowas in der Art. Auch wenn es missverstehen könnte. Ja, und mit ihr als 4 in Überwachung, also ich brauche immer einen Fuhr... Ich brauche einen mit Geschicklichkeit hoch, einen mit Überwachung hoch und die anderen 2 können eigentlich Kämpfer sein bisher. Wohl?
Was gibt's noch? Geschicklichkeit, Kampf. Ja, ein Händler. Händler ist nicht so notwendig, muss ich zugeben. Wenn man einen hohen Roll hat beim Händler, kann man zwar sehr gute Items bekommen, aber ganz ehrlich, das ist nicht so wichtig. Also, was ist wichtig? Wir haben... Genau. Er hat... Achso, ja, er hat eine hohe Wahrnehmung, hat er. Das ist wichtig, um Fallen aus dem Weg zu gehen. Sie hat sehr hohes Geschick und sehr über... So, Serena ist eigentlich super. Sie hat 3, 4, 9 plus 6, 15 Stats. Im Vergleich du, 9 Stats insgesamt. Ja gut, über dich reden wir gar nicht. Dich muss ich... Ich glaube, nach irgendwelchen speziellen Ereignissen kriege ich da Punkte, die ich da auf die setzen kann. Du bist auch nicht schlecht. 8, 13 Stats. Also wenn, dann muss der Dragooner weichen. Und dafür brauche ich einen anderen, guten Kämpfer. Allerdings als Tank taugt er halt im Moment. Im Moment ist er echt gut als Tank. Ja. Also der Dragooner, ich hatte sogar schon am Anfang, wo ich hier diesen Lauf gestartet hatte, hatte ich sogar einen anderen Trupp getroffen. Die wollten wieder zurück, aber haben mir angeboten, ich kann ihre Söldner übernehmen. Da waren dann 4 zur Auswahl, die ich anheuern gekonnt hätte für 200 Hellion. Das war, ja, verlockend. So, das Problem ist, ich muss hier 2 Räume. Ah, da ist ein Händler, sehr gut. Oh, und es war gut, sehr schön. Dann kann ich mein Zeug bei dem loswerden. So, das kann ich loswerden. Dumme Wahrheit, das habe ich bei ihm gekauft. Aber naja. Gut, und das kann ich loswerden. Dadurch kriege ich wieder Platz im Inventar. Deutlich Platz im Inventar. Money, das ist auch wichtig. Weil ich könnte dann hier Sachen kaufen. Wenn man normales Glück hat, dann kriegt man nur Basic Items. Wenn man gutes Glück hat, wie gerade eben, dann kriegt man auch sowas wie Kräuterpflaster anstatt bloß Heilkräuterbalsam. Und wenn man blaues, kritisches Glück hat, dann kriegt man auch plus 9 Gesundheitsgegenstände zur Auswahl. Und auch hier hat man dann mehr zur Auswahl und so ein Zeug. Also es hängt davon ab, was man da rollt, um entsprechend... da haben wir noch was. Oh, natürlich. Vermieden. Hohe Wahrnehmung for the win. Dann gehen wir doch in die Schatzkammer. Weil jetzt kann ich es mir leisten. Jawohl. Oh, da war sogar Stuff dabei, was ich noch nicht hatte. Noch nicht gesehen hatte sogar. Meistens ist eins davon eine Falle. Meistens. Puh. Das war guter Loot. Wir haben aber ein, zwei jetzt unbekannt. Das da. Mithrimerz. Oh. Ich glaube, das ist wertvoll. Und nützlich. Ich glaube, sowas... vielleicht am Ende von so einem Run sollte ich das Zeug immer in meinem Inventar verstauen. Also draußen im Inventar verstauen. Hier während des Runs verkaufe ich alles. Also nur, was ich am Ende mit dabei habe. Wir sind jetzt hier rausgekommen. Ich muss da lang. Das muss man immer bedenken. Wie die Sichtweise gerade ist. Genau. So, ein Lager. Perfekt. Dann können wir die Loyalität wieder erhöhen. Die Loyalität. Mit Glück natürlich. Also, es muss natürlich auch klappen. Das klappt ja nicht immer. Oh, Überlebensausrüstung. Okay. Das hatte ich noch nicht, dass hier auch so Stuff rumliegt. Oh, schadet nicht. Applaus! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vitalität wieder Maximum. Und so halten wir uns konstant hoch. Und wenn nicht, dann gehe ich halt zu einem Rastplatz und schütt mich mit Alkohol zu, um die Vitalität zu erhöhen. Oder hau mir Kräuterpasten rein, damit die Gesundheit hoch ist. Also, damit habe ich jetzt gerade keine Probleme mehr. Dementsprechend schauen wir mal, wie... Was ist das? Ein besonderes Ereignis. Du findest die juwelenbesetzte Box. Du findest die verweckte Leiche einer Frau, die eine Schmuckschatulle umklammert. Sieht aus, als wäre sie gestorben, als sie den kostbaren Inhalt im Inneren schützen wollte. Deine Neugier ist geweckt, aber es scheint nicht angebracht, die Toten zu stören. Dann lassen wir es.
Vielleicht ist das eine Art Falle. Das kann richtig sein, aber ich könnte, hätte auch mit Serena prinzipiell auf Glück rollen können. Ah, jetzt ist mal wieder nachahmen. Das hat noch nie zum Glück geklappt vom Gegner. Der Zwerg ist halt mein wahrnehmender Gott. Ohne den würde ich so eingehen. Oh, schon wieder. Oh, die Höhle hatten wir auch schon. Oder die hatte ich schon mal. Da habe ich Serena reingeschickt und kam mit 5 Ketten zurück. Brauchen wir also nicht. Kann natürlich auch was anderes rauskommen, aber 5 Ketten ist gerade nicht das, was ich gerade brauche. Und ich bin nicht so nah am Ziel, bin ich nicht so experimentierfreudig, wie ihr es vielleicht als Zuschauer euch wünschen würdet. Ja. Klar, am Ende nochmal rasten. Wobei, ich will meinen Terror nicht erhöhen, muss ich zugeben. Ich muss meinen Terror nicht unbedingt erhöhen. Weil ich glaube, der geht nicht hundertprozentig runter. Deswegen lassen wir es lieber doch sein. Und gehen einfach weiter. Irgendwie, die planen, glaube ich, mit einem nächstgrößeren Update hier in den Zwischenräumen, glaube ich, noch Ruhespots zu machen. Das wäre nice, aber dann, damit wäre das Spiel ultimativ leicht dann am Ende. So. Unser erster ernsthafter Versuch. Stay alert. Wir versuchen das jetzt ernsthaft. Ja, ich habe keine Karte vom Geisterpasser. Wir suchen hier die eine Kultistin, Blutmagierin, was auch immer sie war. Oder ist. Willkommen im Hauptquartier. Hier war eine Karte. Ha, ich war oben. Oben war Struktur der komplexen Anlage. Irgendwie, Akira hat mir den Hinweis gegeben, als er gesehen hat, dass ich hier war. Irgendwo hier ist ein Kostüm versteckt. Es ist nicht sehr erstmal Gegner. Es ist nicht sehr schwer versteckt, aber hier ist irgendwo ein Kostüm für meinen Hauptcharakter versteckt. Und jetzt, da ich das weiß, da will ich es natürlich auch haben. Hätten wir doch den in der zweiten Reihe. Der vorne ist ein Tank eher. Oh, der hat's auch gut ausgehalten. Die frisst. Ah, die kennen wir. Die fressen sich so zu. Und wird giftig. Oh oh. Oh shit. Die hat aber jetzt einiges abbekommen von dem. Ich will jetzt erstmal den da wegmachen. Gut, einer ist schon mal weg. Der sieht nach einem DD aus. Ich will jetzt den dort hinten loswerden. Der ist gefährlich, der ist ultra gefährlich. Das ist halt nix an Schaden, den wir da machen. Nein, jetzt sind wir vergiftet. Das Problem ist, wie heile ich Gift? Wie heile ich Gift? Der heilt sich wieder. Ah, die heilen sich zu sehr. Der Typ muss aus dem Weg. Sonst komme ich nicht an die hinteren ran. Außer natürlich mit euren Fähigkeiten. Ja. Jetzt kommt mein Shooter noch dran. Der muss treffen. Yes. Keine Buffs mehr. Der ist lästig. Hat was gefressen. Gut. Und vergiftet sich weiter. Toll. Der wird wahrscheinlich wieder was futtern. Ah ja, der heilt jemand anderen. Okay, gut. Dann ist er jetzt... kann man irgendwie heilen? Im Kampf? Sehe ich zumindest gerade nicht. Wobei, das wird vielleicht nicht ewig halten.
das Gift. Ich hoffe es zumindest. Weil das ist auch mein Vorteil bisher gewesen. Stats habe ich bisher nicht so wirklich verloren. Nochmal. Ich bräuchte einen guten Heiler noch. Ja, wie heile ich mich jetzt? Wie kann ich mich jetzt so heilen? Schauen wir doch mal. Was ist das? 2, 4. Sind also noch 6 Schaden, die sie bekommen wird. Und du bist noch sehr viele Runden in der Wahrnehmung geschwächt. Aber Wahrnehmung ist zum Glück nicht so schlimm. Dort oben. Achso, es geht nur dort hoch. Irgendwie ein Kostüm neben der Tür, wo ich war, hieß es. Und es ist nicht so wirklich versteckt. Habe ich vielleicht schon übersehen. Wie gesagt, es sind Cosmetics, die interessieren mich eigentlich nicht. Und was haben wir hier? Ein neuer. Oh ja, Codex. Vom Codex habe ich auch ein paar. Ich bin mal rumgelaufen und habe ich deutlich mehr gefunden vom Codex. Wir sollten vielleicht auch mal als nächstes danach die Stadt komplett erkunden, weil wir haben so viele Plätze dort in der Stadt oder in dem im Untergrund, die wir noch gar nicht kennengelernt haben. So, der Geisterbasar ist ein spektraler Marktplatz, der von nüchternen Geistern betrieben wird, die früher Kaufleute waren. Sie versammelten sich in der Nähe des Hauptsitzes der North Venture Company und führten ihren Handel weiterhin mit Überlebenden aus, die Versorgungsmaterialien suchten. Da diese Geister die unnatürliche Kälte für längere Zeit vertragen, machen sie sich daran, die Vorräte der Stadt zu beschaffen und zu organisieren. Hellion ist die Währung der Wahl, da Gold für die Toten keine Wert hat. Die Lebenden müssen bei den Geistern mit Hellion handeln, damit sie legitimiert sind. Ah, okay. Harshroom. Mit sowas kommt mein Zwerg klar. Das wird schon... Oh, shit. Gesundheit -2 und... Du erleidest Handzitter. Okay, das war... Was ist Handzittern für ein Effekt? Geschicklich. Das ist zum Glück in Ordnung. Eine Bühne für Musiker und Sänger. Anscheinend ist immer noch etwas Gutes dabei. Halte Stimmensirup. Oh, hier vielleicht? Du hast ein Carbonanzug-Set gefunden. Das wird's gewesen sein. Ah ja, das war einfach bloß so eine Kiste. Carbonanzug-Set. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber jetzt müssen wir hier weiter durch. Links. Seltsame Dämpfe. Hier gibt's ja überall nur Fallen. Hypothermie für alle. Und noch eine Falle. Nein, Gegner. Macht es Sinn, hier alles zu erkunden? Das ist nämlich hier gefährlich, wie es scheint. Ah, nicht sie. Ich brauche einen Rastplatz. Das hat keinen Sinn, wenn ich keinen Heiler habe. Die stirbt mir weg. Der kann sich nur selbst heilen. Ich versage hier noch, weil... Deswegen eigentlich hauptsächlich. So, die ist schon mal... Oh, die ist schon fast tot. Die war ausgenockt. Und du greifst... Okay, den kannst du angreifen. Der kann das abhalten. Das war gut. Das ist eine sehr starke Fähigkeit. Nein, nicht auf die. Hör auf, die zu fokussen.
Ja, das ist der Tank. Den musst du fokussen. Oh, der hat kein Blut mehr. Ich würde trotzdem Items gerne einsetzen. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man nur während des Kampierens Dinge nutzen kann. Das ist so unrealistisch. Naja, wobei, mit Erklärung, hier kann ich sonst nichts nutzen. Das ist schon irgendwie logisch. Yes. Gut. Sie überlebt noch. Wir brauchen jetzt trotzdem dringend einen Rastplatz. Toll. Der Kampf war unnütz. Der Kampf war sowas von unnütz. Na gut, das haben wir dazugelernt. Ich will die eigentlich nicht verlieren. Rastplatz. Diese Mauer ist vor einiger Zeit zusammengebrochen. Ich komme hier nicht durch. Ich muss einen anderen Weg finden. Toll. War da was? Aber wenigstens können wir hier alles erkunden, wie wir lustig sind. Aha. Ich denke, sie Hände schmutzig zu machen. Lüftungsschacht. Hydramon. Nicht nach dem richtigen Raum aus. Ich habe keinen Platz. Ja gut, das ist nicht der richtige Raum, aber... Achso, hier geht's noch weiter runter. Hier ist kein Rastplatz. Deswegen schauen wir mal hier rein. Ich habe Angst. Gehen wir noch mal weiter runter. Produkten, ihr müsst Alkohol, verschiedene Bestellungen, Adlige. Bernard haben sie. Ist das ein Restplatz? Nein, das ist kein Restplatz. Oh, da ist ein Restplatz! Yes! Oh, die Rettung! Ach, die Rettung! Ach, du Schande! Heilen! Oh, ich muss sie hochheilen. Ich muss sie so dringend hochheilen. Puh, Stimmensirup kann man bekommen. Okay, nehmen wir die. Günstige Heilung erstmal. Ja. Gut. Zittrige Hände benötigt Schiene. Ah, hier haben wir doch. Heil ich ihn mal. Ich lebe wieder. So, und jetzt gönnen wir... Ja, wir können auch hier sogar gönnen. Ja. Ich weiß zwar nicht wofür, weil Terror gibt's hier nicht oder hat hier keinen Effekt. Aber dann nutzen wir es voll ganz aus. Perfekt. Und alle nochmal geheilt. Super! Jetzt sind wir wieder bereit. Für neue Herausforderungen hier. Ein Office mit der Regierung liegt auf dem Tisch. Eine mit dem Sieg König angegriffen. Okay. Mein wunderbares Personal. Sie waren eine Inspiration in diesen schwierigen Zeiten. Die jüngste Proklamation des Königs hat unser Geschäft endgültig beendet. Ich muss Ihnen mit schwerem Herzen mitteilen, dass wir das Lagerhaus nach über 30 langen Jahren, in denen es den Menschen in Eisener diente, geschlossen haben. Danke für Ihren Dienst, Bernard. Renner, das Monopol der Krone hat eine Menge Leute auf den Kriegsfall gebracht. Ich habe einen anderen Weg gefunden, aber wir müssen diskret sein. Ein Freund hat mir die Lage mehrere versteckter Tunnel in ganz Eisener offenbart. Wir können unseren Bestand auf dem dortigen Schwarzmarkt verkaufen. Was sagst du dazu, Bernard? Da geht's nach oben. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's jetzt nicht weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Map oder so verändert mit der Zeit. Ach, ich
Das wäre keine Karte. Aber ich glaube, so langsam... Ah, so trifft man sich wieder, Warmblut. Bei der Allmutter, wie kommst du vor uns hierher? Ich habe diese Straßen viele dunkle Nächte durchstreift. Es ist nur natürlich, dass ich mich besser mit ihnen auskennen sollte als du. Sag mir, hast du deine Frau schon gefunden? Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sie hier durchkam. Es ist nur eine Frage der Zeit. Hast du es nicht mitbekommen? Der Basar ist tot. Etwas Seltsames geht hier vor. Ich musste zurückkommen, weil der Weg dort vorne von verrückten Geistern nur so schwärmt. Das klingt ganz und gar nicht gut. Dies kann nur bedeuten, dass der Einfluss der grünen Flamme hier gewachsen ist. Mit diesem Bezirk haben sie nun ihre Kontrolle über Eisener gefestigt. Der Schattenkönig hat dies geschafft, indem er mit seinem seltsamen Zauber die mächtigen Schatten begeistert. Der Händler war sein neuestes Opfer. Wenn die Dinge so stehen, wie sie sind, wird es nicht lange dauern, bis jeder Geist in diesem Bezirk verrückt wird. Ich wette, Isabel hatte ihre Finger im Spiel, um unseren Weg zu blockieren. Wir haben keine andere Wahl, als vorwärts zu gehen. Ich muss sie erreichen, bevor sie mit der grünen Flamme in Kontakt kommt. Wenn du hineingehst, benötigst du diesen Schlüssel. Ich habe diese Tür hinter mir abgeschlossen. Es kann die Geister nicht wirklich aufhalten, aber einige der Verrückten haben immer noch nicht erkannt, dass sie ihre Körperform verloren haben. Okay, vielen Dank. Heißt das Bossfight? Oh ja, jetzt sind die Verrückten hier. Okay. Partytime! Kein Zeichen von Isabel hier zu finden, aber dies sieht nicht gut aus. Du musst der Händler aus Eisenherr sein. Ich bin gekommen, um mit dir zu reden. Wer bist du? Und warum störst du mich? Mein Name ist Evalia Lyric und ich komme in Frieden. Ich suche eine Frau namens Isabel. Dummes Kind! Wie kannst du es wagen, meine Kammer zu betreten? Ich werde deine Seele schlucken, weil du so frech warst. Okay. Okay, Boss Time. Die hält was aus. Der hält was aus. Wer auch immer. Das wird jetzt hart. Das wird mein erster Bossfight. Und ich habe keinen Heiler oder sowas in der Art. Ja. Blockt. Ich muss erstmal den loswerden. Der vergiftet sonst meine. Ja, macht er wahrscheinlich so oder so. Okay. Okay. Wurde geschockt. Ah, das hat wehgetan. Ich muss erst die kleinen Viecher loswerden normalerweise. Aber die halten alle so viel aus. Kuckuck. Setzt eine Runde aus. Naja, und jetzt vergiftet sie natürlich. Noch kann ich draufhalten. Ah, du triffst nicht was. Warum sind die so stark? Sind die hier gebufft durch den Einfluss des Nebels oder wie? Oder durch den Händler? Okay, der kann Seelen fressen, so ja. Ah, das könnte auch so ein Gegner sein, der... Oh ja, das brauche ich. So ein Gegner sein, der neue Gegner beschwört, das ist halt dann garstig. Aber das weiß ich im Moment noch nicht. Das ist gut. Das Gift hilft mir ein bisschen. Und... Bumm, bumm. Ich habe halt keine Heilung. Außer dich. Du kannst heilen. Aber du musst draufhauen. Du musst draufhauen. Wir müssen alle draufhauen. Wir müssen doch wenigstens einmal down bekommen. Wir machen null Damage. Nein, nicht schon wieder, du. Okay, auf den ist es noch. Der kann es tanken. Der muss es tanken. Nicht sie. Sie kann es nicht tanken. Sie ist vergiftet. Töten. Nein, lebt noch. Töten. Jetzt. Nein. Ja, du stirbst. Am Gift, gut. Puh. Okay, das ist schon mal geschafft. Jetzt musst du dich heilen. Du musst ein Gebet wirken. Du kannst es nur auf dich wirken.
inspiriert. Du darfst langsam dein Gift verlieren. Grenade. Ja, eine Runde aussetzen. Aua. Jetzt gehen wir voll auf den. Ich mach so wenig Schaden, das ist so deprimierend. Der Schaden, Output. Oh ja. Aber wir haben schon die Hälfte. Du machst mir halt die größten Sorgen. Oh, du hast geblockt. Geil. Ja. Der hält's noch aus. Noch hält er's aus. Oh ja. Guter Damage. Ja. Der Händler ist bald down. Mach ihn weg. Full Angriff. Yes. Yes. Jawohl, ja. Shit. Oh, Luxusgegenstände. Oh, Luxusgegenstände geben viel Geld, aber wiegen auch extrem viel. Tja, da muss ich halt im Inventar schauen, was wir da machen können. Gut. Ich muss viel wegwerfen, wenn ich die Luxusgegenstände behalten möchte. Das möchte ich auch. Das Ektoplasma. Okay, das werfen wir weg. Frag mich nicht dauernd. Zu dumm. Natürlich, warum sollte ich das auswählen, wenn ich zu wenig wegwerfen will? Ah, das kriegen wir schon hin. Was ist gewichtig? Die Seile. Den Standardkrempel kann ich alles wegwerfen. Den kriege ich massenweise normalerweise. Nur die wertvollen Sachen kommen mit. Nice! Die Händlerin stürzte niedergeschlagen zu Boden. Ihr Körper krümmte sich und strahlte ein Licht aus, das unregelmäßig pulsierte. Der Schatten hielt sich qualvoll von ihrem Kopf fest. An ihrem Kopf fest. Welcher Schatten? Nein, nein, nein! In diesem Moment begann die Ätherschiene seltsam zu glühen. Was passiert hier? Es scheint, als würde meine Unterarmschiene auf die Anwesenheit des Schattens reagieren. Zum Glück hatte Gerard gerade die Kammer betreten. Lyric, pass auf! Ich ließ meine Wachsamkeit entgleiten und in diesem Moment hatte sich der Schatten auf mich gestürzt. Du wirst mit dem Rest von uns verrotten, Mädchen! Ich drehte mich um und versuchte, mich vor ihrem bösartigen Angriff zu schützen. Geh zurück! Die Ätherschiene entlud eine mächtige Energie, den Schatten einhüllte. Es veränderte sie, indem sie seltsame Magie entfernte, die ihre Gedanken umklammerte. Wo bin ich? Wer bist du? Mein Name ist Evalia Lyric. Alles wird gut. Wir sind hier, um dir zu helfen. Es tut mir so leid. Mein Verstand war getrübt. Ich konnte meine eigene Handlung nicht kontrollieren. Bitte, wie kann ich dir das jemals zurückzahlen? Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchmachen musstest, aber vielleicht kannst du damit anfangen, uns zu erzählen, was hier geschah. Ich werde dir alles erzählen, an was ich mich erinnere. Evelia, ich schulde dir tiefe Dankbarkeit. Wenn du nicht hierher gekommen wärst, würde ich die Magie der Grünflamme immer noch fesseln. Hat Isabel dieselbe Macht? Wie hat die grüne Flamme dir das angetan?
Sie haben unsere Verteidigung vor Wochen durchbrochen und eine mächtige Magie mitgebracht. Ihre Priester wirkten archonische Zaubersprüche, die meine Sinne trübten und meine Gedanken versklavten. Bewusstseinskontrolle. Die Leute von Dalar hatten keine Ahnung, was hier geschah. Sie konnten den Geisterbasar nicht mehr erreichen, seitdem die Frostzäune hier erschienen. Ich konnte alles sehen und hören, aber ich konnte meine Handlungen nicht kontrollieren. Ich war völlig besessen, um seine dunklen Absichten auszuführen. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast, aber wir brauchen deine Hilfe. Wir sind hier einer Frau namens Isabel Salazar gefolgt. Hast du sie gesehen? Ich würde diese Schurkerei überall erkennen. Sie ist die Frau, die für den Frostfall verantwortlich ist. Leider habe ich nicht viele Informationen, die ich dir anbieten kann. Sie war hier, aber nur kurz. Sie fragte nach der grünen Flamme und ich deutete in die Richtung Wohnbezirk. Es gibt keine Zweifel, dass sie dorthin geht, um ihnen zu sagen, was sie weiß. Sie könnte sogar Dalearchs Standort preisgeben. Sie beeilte sich. Ich bezweifle, dass du sie jetzt einholen wirst. Verzeih mir, aber ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Du hast deinen Familiennamen erwähnt. Lyric. Ist dein Vater Dr. Nikolai Lyric? Ja, ist er. Woher kennst du ihn? Du bist bestimmt überrascht, dies zu erfahren, aber dein Vater und ich waren gute Freunde zu Lebzeiten. Er besuchte Eisner während seiner Forschungsreisen. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber mein Vater ist verstorben. Ja gut, sie anscheinend auch. Das ist wirklich eine Schande. Ich hoffe, er ist in Frieden gegangen. Ich kannte ihn seit vielen Jahren. Ich wurde vor dem Vorfall von zwei Fremden angesprochen. Sie sagten mir, ein junges Mädchen mit deinen Augen würde kommen und haben mir dies zurückgelassen. Sie sagten, es sei von deinem Vater. Ja, das ist kein Missverständnis. Er muss bestimmt haben, dass du dies bekommst. Vor allem, wenn es wichtig genug war, dass diese Fremden es mir bringen. Diese zerrissene Seite? Ich kann das Skript nicht lesen. Warum sollte er mir das hier rausschicken? Warte, das ist ein Teil des Buches, welches er mir hinterlassen hat. Er war ein Mann des tiefen Denkens. Ich bin mir sicher, dass mehr dahinter steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Wenn du halb so einfallsreich bist wie er, wirst du sicher die Geheimnisse darin entschlüsseln. Danke, es gibt momentan noch etwas. Sprich weiter. Danke, ich glaube, ich kenne auch einen früheren Bekannten von dir. Sein Name ist Maruhan. Ja, ich kenne diesen alten Schurken. Wie geht es ihm? Noch im Leben? Ja, sehr sogar. Er hat mich gebeten, die Oxae von dir zu holen. Er sagte, es sei wichtig für die Zukunft der North Venture Company. Schön, dass er sich um mich Sorgen macht. Ah, nun, er hat recht. Ja, dieses Siegel gehört zu Recht in die Hände meines lebenden Zeitgenossen. Bitte stell sicher, dass die Oxar ihren Weg zu ihm findet. Du kannst auf mich zählen. Wenn du bereit bist zu gehen, sprich mit mir und ich werde meine Geister fragen, damit sie dich hinaus begleiten. Ich bin froh, dich zu sehen. Froh zu sehen, dass du immer noch Luft holst, Warmblut. Ich habe schlimmere Situationen überlebt. Du bist eine starke Frau. Kommen wir zurück zum Geschäft. Hast du die Oxae? Frage ihn. Frage nach Zeit. Ja, es gibt ein Achievement für es dem im Dorf zurückgeben und es gibt ein Achievement, dem es zu bekommen. Weniger Leute haben sich dafür entschieden, also mache ich das auch. Ich weiß noch immer nicht, warum ein Geist dieses alte Ding braucht. Du bist für mich durchgekommen. Du bist wirklich eine Frau deines Wortes. Lebend oder tot, der Inhaber dieses Siegel hat die endgültige Befugnis, die North Venture Company in Dockheim zu führen. Mein Körper mag diese sterbliche Hülle verlassen haben, aber es bedeutet nicht, dass ich keine Geschäfte mit Sterblichen machen kann. Wenn der Frostfall fällt, werde ich mein Geschäft sogar über Eisenheim hinaus erweitern. Wenn du groß genug geworden bist, denk einfach dran, wer dir dabei geholfen hat. Dieses Geschenk ist für dich. Trag es und jeder aus meinem Schwarzmarkennetzwerk. Der Geisterhändler wird dir immer zur Hand gehen. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich werde dich in der Umgebung sehen. Der hat mir so häufig geholfen schon. Das ist richtig. Nee, diese Toten brauchen immer noch einen Ort, an dem sie sich fühlen können. Vielen Dank. Ein Codex-Eintrag. Nö, der war mir sympathisch. Der hat mir so häufig aus der. Also, der dient mir hier in den Missionen, während der andere einfach nur im Dorf rumgeistert. Nee. Die Schatten von Eisner. Die Schatten von Eisner sind geistige Einheiten, die vier Bezirke von Eisner kontrollieren. Der Händler beaufsichtigt den nördlichen Unterhaltungsbezirk. Der Direktor. Ah, den Händler haben wir jetzt besiegt. Der Direktor kontrolliert den südlichen Wohnbezirk. Das ist wahrscheinlich der nächste auf unserer Liste, weil sie hat ja gesagt, in Richtung nur Wohnbezirk. Der Aufseher kontrolliert den westlichen Industriebezirk. Und die Priesterin kontrolliert den östlichen Tempelbezirk.
Alle Schatten waren früher mächtige, aber nüchterne Geister. Der Schattenkönig setzte seine Kräfte ein, um die Schatten zu kontrollieren, was die Geister um sie herum wahnsinnig machte und seine Kontrolle über die Stadt besiegelte. Jetzt wissen wir darüber Bescheid. Was ist hier? Was ist da? Also, da könnte ich wieder zurückgehen und noch alles in Ruhe erkunden, wie es scheint. Ah, das ist interessant. Aber ich will jetzt eigentlich wieder zurück. Das ist die. Gibt's hier. Oh, da haben wir noch was. Ah, noch mehr Lore. Schatten. Einige Geister werden vom Schattenkönig ausgewählt und von seiner dunklen Magie korrumpiert. Dieser Prozess erfüllt sie mit immensen Kräften. Diese einzigartigen Geister werden Schatten genannt. Ihre Anwesenheit zieht allmählich nahegelegene Geister an ihre Standorte und beeinflusst sogar ihren Geisteszustand. Schatten werden die nüchternen Geister in ihrer Nähe zum Wahnsinn treiben. Als solche werden sie oft zu einflussreichen Gestalten in ihrer Umgebung und werden vom Schattenkönig verwendet, um die Kontrolle über Eisene auszuüben. Alles klar. Wo bin ich denn hier? Ah ja. Achso, ne, hier bin ich reingekommen. Genau, hier bin ich reingekommen. Was ist denn dann da oben drüber? Ach, das war wahrscheinlich ein alternativer Weg? Da kann ich rauf. Ah, ne, hier war ich sogar schon. Das mit dem Memo habe ich schon gelesen. Die bin ich schon vorbeigekommen, aber vielleicht war die Tür hier nicht offen. Das kann sein. Na gut. Du solltest wissen, dass ich die Oxa an Gerard gegeben habe. Die Oxa war deine Sache, mit der du zufrieden warst. Das heißt, ich bin neugierig. Warum Gerard? Er möchte die Geschäfte des Unternehmens mit den Geistern von Eisene abwickeln. Er war ein guter Händler, als er lebte. Es ist schön zu sehen, dass der Tod seine Ambition nicht gedämpft hat. Es gibt viele Sachen, welche die Lebenden weitaus nötiger brauchen als wir. Wenn du uns besuchst, bedien dich einfach an unseren Lieferungen. Ich bin sicher, Gerard würde dem zustimmen. Du, oh, okay, wir stehen in deiner Schuld. Das ist ein Mindestes, was ich tun könnte. Ich bin bereit. Danke, richte Maruhan meine Grüße aus. Ja, die Grüße richte ich aus, aber die Oxa hat jemand anders jetzt. Mein Geisterfreund. Ah. Lyric, welche Neuigkeiten bringst du aus dem Norden mit? Ich fürchte keine guten. Isabel hat leider zu viel Vorsprung. Dann sollten wir uns alle auf das Schlimmste vorbereiten. Ich folgte ihren Spuren zum Geisterbasar und fand raus, dass die grüne Flamme bereits dort war. Sie haben Manduk in ihren Bann gezogen und die anderen Geister verrückt gemacht. Dann ist es schlimmer, als ich befürchtet habe. Die Macht der Gedankenkontrolle des Schattenkönigs kann nicht rückgängig gemacht werden. Sobald er einen lokalen Schatten kontrolliert, ist es fast unmöglich, Kontrolle über den Bezirk wiederzugewinnen. Ja, ich habe das geschafft. Es gibt einen Silberschein. Ich habe erfahren, dass Isabel die grüne Flamme gerade verfehlt hat. Wir haben vielleicht noch Zeit, sie zu fangen. Wo hast du diese Information? Von Manduk, der Händlerin. Du sagtest gerade, sie stand unter dem Einfluss des Schattenkönigs. Was habe ich verpasst? Die Ätherschiene hat die Macht, die Magie zu verbannen. Nachdem ich ihren Verstand wiederhergestellt hatte, erzählte sie mir, dass Isabel in Richtung Wohnbezirk unterwegs sei. Leider wissen wir nicht mehr, ich vermute, dass sie versuchen wird, sich dort mit der grünen Flamme zu treffen. Wenn es wahr ist, was du sagst. Lyric, neuer Plan. Wir waren im vergangenen Jahr in der Verteidigung, aber mit deiner neuen Macht können wir endlich gegen den Schattenkönig vorgehen. Beginnen wir mit dem Wohnbezirk. Ich möchte, dass du dort eine kleine Gruppe führst. Mit etwas Glück können wir Isabel aufhalten, bevor sie echten Schaden anrichtet. Andernfalls musst du die Kontrolle der grünen Flamme über den örtlichen Schatten, den Direktor, aufheben. Mit seiner Hilfe können wir den Zugriff des Schattenkönigs über einen weiteren Bezirk entziehen. Es ist so verrückt, es könnte funktionieren. Da glaube ich, dass du und ich eine Vereinbarung hatten. Du bist nicht der Einzige, der meinen Vater kennt. Manduk gab mir das. Sagte, dass es von ihm war. Aber ich werde daraus einfach nicht schlau. Lass mal sehen. Heute ist dein Tag. Bitte sprich mit Balthasar, unserem ansässigen Meister der Folianten. Wenn jemand etwas herausfinden kann, ist er es. Er hat ein Männchen für so etwas. Du findest ihn in der Eldritch-Bibliothek. Er hilft dir auch, die nächste Station sicher zu erreichen. In Ordnung, ich gehe jetzt. Ja, aber ich muss auch noch dem anderen Typi sagen... Ja... Dein Geschäft... War das nicht hier irgendwo?
Oh, dass sein Geschäft platzt. Also, da gibt's jetzt nichts mehr. Oh, wir haben hier einen Ausruf, ein Mini-Ausruf. Wir haben hier ein. Oh, wir haben hier mehrere Ausrufezeichen. Und hier ein Mini-Ausrufezeichen. Oi. Hey, Lyric. Willkommen zurück. Ich bin Bartiger geworden. Ich sehe, du hast deine Reise an die Oberfläche ready. Wie war es? Habe Freunde gefunden, ein paar Feinde gemacht, während ich schon dabei war. Zakat hat mir viel Vertrauen in dich gesetzt. In der Tat scheint es, dass du das Stadtgespräch bist. Was meinst du? Die Leute von da hatten lange nichts mehr, an das sie glauben konnten. Die Nachricht von deiner erfolgreichen Reise zum Geisterbasar bringt ihnen wieder Hoffnung. Die Nachrichten haben sich bereits verbreitet, dass Isabel geholfen ist. Er geflohen ist. Ich habe auch gehört, dass du dein eigenes Leben riskiert hast, um sie für uns ausfindig zu machen. Ich wollte meine Anerkennung für deine harte Arbeit zeigen. Ich habe dein Bett und deinen Tisch repariert. Es ist nicht viel, aber vielleicht kannst du dich dann leichter ausruhen. Vielen Dank. Du musst nicht wirklich. Ich werde alle Pakete, die du erhältst, in dein Zimmer bringen. Wenn du nichts dagegen hast, kann ich dein Zimmer von Zeit zu Zeit verbessern. Ich schätze es, aber im Ernst, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Dass sich der alte Lagerraum ein bisschen mehr wie zu Hause anfühlt, ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich habe immer noch meinen Stolz als Gastgeberin. Willkommen. Wenn du dich unterhalten möchtest, kannst du die Bar besuchen. Jetzt geh und ruh dich aus. Was ist das Ausrufezeichen in diesem Gebiet? So, Wir sind hoffnungslos überladen. Und wie gesagt, wenn wir schon so Stuff bekommen, dann lagere ich den gerne ein. Die Heilung, die war notwendig, auf jeden Fall. Ich habe ein Paket vom Geisterbasar erhalten. Es muss von Manduk sein. Ich frage mich, was es sein könnte. Geisterschleier erhalten. Was ist denn Geisterschleier? Gerard dankt mir für das heilige Siegel, indem er mir den exklusiven Zugang und die Autorität gab, mit den nüchternen Geistern auf der Oberfläche zu handeln. Oh, Handelskunst, Wahrnehmung, Gesundheit, Max plus 5. Okay, damit booste ich natürlich Lyric auch ganz gut. Bisher hat sie ja, glaube ich, die Rüstung von mir bekommen. Genau, die Pelzweste. Gut. Dadurch ist sie die Handelsbeste. Okay, ihr Handel tritt. Sie ist jetzt die Händlerin prinzipiell in meinem Team. Na gut. Also prinzipiell, die zwei sind top. Und für dich brauche ich einen Ersatz. Einen besseren Kämpfer, Vordermann. Schaut euch das an. Schleier des Geistes. Eine täuschend leichte, rauchige Rüstung. Herrschung und nüchternen Geistern von Eisen. Sogar die Augen sind verdunkelt. Das hasse ich. Eigentlich finde ich das nicht schön bei Frauen. Aber ich habe doch noch ein anderes Kostüm bekommen. Ah, Carbonanzug. Okay. Sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Ja, tragen wir mal das. Das sieht brutal aus. Wobei. Sirius, Samus-Anzug. Ja, der sieht hot aus. Hot. Ja. Dann sind alle wieder geheilt und ready für neue Abenteuer. Nice. Okay, ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann Schluss für heute. Wir haben gut den ersten Abschnitt von 5 geschafft. Ich bin mal gespannt, ob der Schwierigkeitsgrad von den Gegnern her jetzt in den nächsten Bereichen schwieriger wird oder ob das Niveau gleich bleibt. Und wir brauchen ja irgendwie bessere Items. Also
ich glaube, nächstes Mal werden wir uns hier in der Stadt mal richtig umsehen, mit allen Leuten sprechen. Weil als ich mal einfach so rumgelaufen bin offscreen, da bin ich auf jeden Fall in ein neues Gespräch geraten und so weiter. So. Fort. Was ich noch schauen möchte. Sie, wo war das? Ich konnte doch irgendwo ihre Skills oder Punkte irgendwie sehen. P. Ah ja, wir haben noch keine Punkte. Überwachung plus 2. Handelsguts. Nur Kampf wird bloß um 1 gesteigert. Die Tragekapazität ist auch ziemlich geil. Ich weiß nicht, was ich unbedingt bei ihr steigern würde. Ich vermute Kampf, dass sie von hinten eine gute Kämpferin wird. Weil ihre Armbrust und ihre Fähigkeit sind beide super gut. Allerdings mit mehr Kampf wären es Bombe. Und Handelskurs ist absolut irrelevant, finde ich. Geschicklichkeit habe ich durch eine und Überwachung habe ich auch durch eine und Wahrnehmung habe ich. Dementsprechend brauche ich bloß noch 2 ordentliche Kämpfer und bin glücklich mit meinem Team. Ich brauche gar keine anderen Charaktere. Zwingend. Obwohl es noch so viele andere gibt. Ein Heiler. Also wenn ich einen Charakter finde mit hohem, also wenn ich den Zwerg ersetzen könnte vielleicht, weil er bloß einen Skill auf hohem Niveau hat, dann vielleicht. Aber naja, schauen wir uns das. Das muss ich mir alles genau anschauen. Beim nächsten Mal vielleicht. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.